Ich würde mich selbst als ziemlich independent woman bezeichnen. Aber es gibt eine Sache, von der bin ich 100% abhängig. Bewertungen. Egal ob es Restaurants sind oder Sehenswürdigkeiten, ich gehe nirgendwo hin, ohne mir vorher die Rezensionen durchgelesen zu haben, die Bilder angeguckt zu haben. Verdammt nochmal, manchmal sehe ich mir vorher sogar schon die Speisekarte an. Und diese Obsession radieren wir heute aus. Und am Ende können wir eventuell alle was davon lernen. Also let's go. By the way, es ist eigentlich fast unfassbar, wie viele von euch meine Videos gucken, ohne Abonnenten zu sein. Also wenn du meine Videos regelmäßig und gerne guckst, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ich würde irgendwie gerne dieses Jahr den Weg zur 2 Millionen wieder ankurbeln. Wir sind doch immer so kurz davor. Ich würde mich auf jeden Fall über deine Hilfe freuen. Heute habe ich mir 5 verschiedene Kategorien vorgenommen. Eigentlich ein gutes Stück davon, was man oben bei Google Maps in der Suchleiste findet. Einmal besuchen wir die Kategorie Sehenswürdigkeit, dann tauchen wir in die Gastronomie ein, Tankstelle, Restaurants und zu guter Letzt Unterkünfte. Und da alles, was neu ist, extreme Angstzustände in mir auslöst, lass es uns hinter uns bringen. Lass es uns hinter uns bringen. Lass es mich hinter mich. The fuck? Wenn ihr mich mehr Kategorien mit 0 Sternen erleben lassen wollt, dann gebt dem Video gerne ein Like und ich guck mal, was ich machen kann. Ich glaube wirklich, die Top-Kategorie der gefährlichsten Aktionen, die man als Mensch tätigen kann, ist in unbewertete Restaurants zu gehen oder in unbewerteten Hotels/Airbnbs schlafen. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich Hotels aus jedem Winkel des Internets analysiere, bevor ich was buche. Oh mein Gott. Aber heute muss ich mich auf mein Schicksal verlassen. Nee, lass mal. In Köln gibt es natürlich viele Denkmäler. Eins, das nicht zu übersehen ist, ist der Kölner Dom. Was hat der eigentlich für eine Bewertung? Dom zu Köln, 4,8 Sterne. Wow. Es gibt Reste der 4 Kilometer langen römischen Stadtmauer. Und es gibt den Kölner Brunnen St. Maria. Eine Sehenswürdigkeit. Ohne Bewertung. Das musste ich unbedingt erforschen, also habe ich mich auf den Weg durch diese graue, hässliche Stadt gemacht. Hier in Köln sind wir uns alle einig, dass wir hier nicht wegen der Ästhetik der Stadt wohnen, sondern wegen den liebevollen und offenen und lustigen Menschen. Wir sind uns alle einig, okay? Mein Ziel war die sehr unspektakuläre Schwalbengasse. Ich meine, es ist ein schönes, ruhiges Gässchen und es hat seine interessanten Spots. Und am Ende dieser Gasse befindet sich eine wunderschöne Kirche. Hat sich herausgestellt, es ist die St. Maria Kirche und ich war schockiert, dass dieser Brunnen nicht einfach nur random in dieser Gasse steht, wo ihn keiner beachtet, sondern man geht in so einen mega, mega schönen kleinen Innenhof. Also dieser Ort hat so eine Ruhe ausgestrahlt inmitten einer Großstadt. Ich war richtig hypnotisiert davon. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich das einfangen soll hier. Es ist so schön hier. Das ist so ein schöner Hinterhof. Und gegenüber dieser Kirche war unser Brunnen. Ich will jetzt die Leute, die in die Kirche wollen, in Ruhe auch nicht zu lange stören. Aber hier ist ja der Brunnen. Und man muss sagen, es ist ein klassischer, schöner Brunnen. Besonders hat mir das Detail am Hahn gefallen. Sagt man überhaupt Hahn, Brunnen? Kopf, Zapfsäule. Besonders hat mir das Detail am Zapfhahn, am Brunnenhahn, keine Ahnung, gefallen. Da war ein Tiergesicht drauf. Sieht ein bisschen aus wie eine Agroente. Es könnte auch ein Drache sein. Ich habe keine Ahnung. Mir ist aufgefallen, dass es bei Google zwar keine Rezensionen gibt, aber es gibt eine Wikipedia-Seite zum Brunnen, die non-existent ist. Ich konnte also nicht wirklich was über den Brunnen herausfinden. Wenn ihr eine Ahnung habt, was das sein könnte am Zapfhahn, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin echt ein bisschen fraglos. Ich bräuchte eine kunstwissenschaftliche Analyse. Ich konnte nur in Erfahrung bringen, dass die Kirche vorher eine Gnadenkapelle war, die 1806 erbaut worden ist. Oh nee, stimmt gar nicht. 1942 komplett zerbombt wurde und 1952 wieder aufgebaut worden ist. Ein großer Teil der Geschichte also. Ich konnte es mir dann auch nicht nehmen, in die Kirche mal reinzugehen. Ich wollte da jetzt keine große YouTube-Action machen. Wie gesagt, ihr wisst ja bestimmt aus eigener Erfahrung, wie Hinterhöfe
wie laut die sind. Und drinnen waren Menschen, die wollten beten. Deswegen wollte ich da keine YouTube-Action machen, ihr versteht. Aber die Kirche von drinnen war auch super, super schön. Deswegen würde ich sagen, schöner klassischer Brunnen mit interessantem Zapfhahn und ruhig gelegenem Vorhof der St. Maria Kirche. Ein toller Ort zum Innehalten. Und damit haben wir unsere erste Bewertung geschrieben. Zur Abwechslung aber mal was, das von mir 5 Sterne bekommt, und zwar die Detox Denim Jeans von Armed Angels. Sie sind nicht nur unter anderem zum Beispiel aus Bio- oder recycelter Baumwolle hergestellt, was sie zu nachhaltigerer Kleidung macht, schon mal der erste Stern, sondern auch ohne gefährliche Chemikalien, die die Haut irritieren können oder der Umwelt schaden könnten, hergestellt. Zweiter Stern. Außerdem sind sie super cute, 3 Sterne, und super comfy, 4 Sterne. Ich habe mich zum Beispiel für die Merlier Jeans entschieden. Die fand ich hat einfach einen mega coolen Style und Fit. Und auch noch für die High Jeans entschieden. Die hat so einen Baggy Style unter einigen anderen schönen Teilen. Und mit meinem Code Kelly15 sparst du dir 15% auf deinen Einkauf bei Armed Angels. Da ist er, der 5. Stern. Also nutze dieses Angebot gerne, denn es geht nur bis zum 10.03.2024. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Vielen Dank, Armed Angels. Ich muss sagen, es war, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, recht schwer, Orte ohne Bewertungen in einer Großstadt wie Köln zu finden. Deswegen konnte ich meinen Augen fast nicht trauen, als ich das Café Licht erblickte. Mitten im Mediapark. Ihr müsst wissen, der Mediapark ist in Köln super bekannt. Es gibt super viele Sachen da. Neben einem wundervollen Teich mit Enten und Schwänen ist da ein fettes Kino, ein fettes Fitnessstudio, einige mega geile Restaurants, Food Trucks und das Café Licht ohne Bewertung. Nachdem ich echt eine Weile verwirrt da rumgelaufen bin und alle möglichen Cafés gesehen habe, nur nicht das Café Licht. Also ich frage mich eigentlich, ob es dieses Café überhaupt gibt. Habe ich bei Google nochmal die Hausnummer nachgeguckt und bin da einfach mal reingelaufen. Ich war irgendwie echt ultra verwirrt. Also dachte ich, Fragen kostet ja nichts. Entschuldigung. Hi, in diesem Gebäude gibt es kein Café, oder? Nein. Okay. Der nette Mann an der Info hat mich dann noch darauf hingewiesen, dass es super viele tolle Cafés in der Nähe gibt. Also bin ich einfach zum Café gegenüber gelaufen, habe am Ende doch meinen Kaffee bekommen. Aber das Café Licht, keine Ahnung. What in the Geldwäsche ist da los? Diese Mission ist leider gefailed und es ist genau das passiert, wovor ich am meisten Angst habe während dieses Videodrehs, dass ich an Orte gehe, die es eigentlich gar nicht gibt und die deswegen nicht bewertet sind. Leider habe ich kein Café gefunden. Der Mann an der Info im Haus hat mir jedoch eine nette Empfehlung genau nebenan gegeben. Posten! Okay, einen nicht bewerteten Snack hier zu finden ist wirklich, wirklich schwer. Ich habe mir den Arsch abgesucht. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Eat Happy Stand in einem Rewe-Supermarkt. Und irgendwie ist es ja auch einem Restaurant ähnlich. Wisst ihr, was ich meine? Bei mir im Rewe gibt es so eine richtige Theke und du siehst die Köche da Sushi machen und es wird so frisch in diese Theke gelegt und denkst dir so, geil, Sushi. Da dachte ich mir, nö, ich fahre jetzt zu diesem Eat Happy als Fan, als großer Fan und nehme den mal genau unter die Lupe. Also bin ich zur besagten Supermarktkette gefahren und habe die Eat Happy Theke gesucht. Und ich muss sagen, ich bin wieder lange, lange sehr verwirrt rumgelaufen in diesem riesigen Supermarkt. Also habe ich meine Glubscher nochmal richtig aufgerissen und diese Theke gefunden mit einem Mini-Mini-Schild drauf, sonst hätte ich niemals erkannt, dass es die Eat Happy Theke ist. Also habe ich mir da mein Mittagessen ausgesucht und wenn wir schon mal dabei sind, diese Bubble Teas getestet, die seit neuestem im Sortiment sind. Wieso nicht? Das bin ich. Ich schlürf gerne einen Bubble Tea. Das Girl an der Kasse hat dann auch noch gesagt, dass sie jedes meiner Videos guckt, also besser kann es nicht laufen. Aber schmäge. Muss es ja auch. Okay, meine Ausbeute ist ein California Teriyaki Thunfisch Sushi Set, Gyoza und den Bubble Tea. Ich würde euch was verheimlichen, wenn ich euch nicht sagen würde, dass es ein bisschen nach Pups riecht. Wirklich ein bisschen. Und ich habe vergessen, mir Stäbchen mitzunehmen. Was soll ich sagen? Bin auch nicht die Hellste. Okay, beautiful. Cheers. Gyoza mit einer kleinen Erdnusssauce. Sesam.
Oh, süß. Aber nicht so süß wie ein Bubble Tea aus dem Bubble Tea Shop. Was nicht schlecht ist. Sushi habe ich definitiv schon mal frischeres gegessen, aber ist okay. Gyoza lecker, Bubble Tea lecker. Mm. Für einen Snack ohne Bewertung hätte es mich auch schlimmer treffen können. Ich habe eben mal geguckt, ob die anderen Eat Happys Bewertungen haben. Susanna gibt 4 Sterne und schreibt du. Und Eat Happy so, wir danken Ihnen vielmals für Ihr tolles Feedback. Was soll das? So riesig ist das gar nicht, wie hier auf den Bildern. Für so eine itzi-bitzi kleine Theke echt eine große Auswahl. Die Dame an der Kasse hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ach komm, ich gebe 4 Sterne. Posten. Als ich oben bei Google Maps die Kategorien gesehen habe und Tankstelle gesehen habe, dachte ich mir, okay, weißt du was? Wieso nicht? Alte Tankstelle ist eine Tankstelle. Ohne Rezession. Ich kriege ja schon immer Paranoia, wenn ich irgendwo mit dem Auto hinfahren muss, wo ich noch nie gewesen bin. Dieser Horror. Finde ich da überhaupt einen Parkplatz? Wo soll ich da halten? Werde ich jemals drüber hinwegkommen? Wahrscheinlich nicht. Es hilft natürlich nicht, dass man zu einem unbewerteten Ort fährt. Da ich ein Elektroauto fahre, brauche ich auch nicht unbedingt eine Tankstelle. Aber wer weiß, vielleicht muss ich ja meine Reifen aufblasen. Ich hoffe, ich kann da parken und da ist wirklich eine Tankstelle. Puh, hier sind auf jeden Fall Parkplätze, aber ich habe bisher noch keine Tankstelle gesehen. Es ist eng hier. Ist auf jeden Fall mal wieder eine cute kleine Gasse. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass hier mal eine Tankstelle war, die jetzt einfach zum Parkplatz geworden ist. Außerdem gibt es hier einen wirklich perfekt geparkten E-Scooter. Es scheint den Namen Alte Tankstelle sehr gut zu erklären und das Ganze ist mittlerweile ein Parkplatz. Da wundert man sich auch nicht mehr über die Nullbewertung. Da dieser Parkplatz trotzdem als Tankstelle angegeben war, natürlich ein kleiner Fail für mich an dieser Stelle. Keine Tankstelle, dafür ein toller Parkplatz. Posten. Müsste ich mittlerweile nicht irgendwie eine Auszeichnung von Google kriegen für die cutesten Rezensionen? Bleiben nur noch Unterkünfte. Ich dachte, der perfekte Ort, um eine Unterkunft zu finden, die noch nicht bewertet worden ist, ist Airbnb, aber ich sollte bald auf mein erstes Problem stoßen. Ich hätte zum Beispiel sehr gerne das hier genommen. Bring die ganze Familie in diesen Ort mit. Viel Platz zum Spaß. Allerdings wurden meine Buchungen einige Male storniert. Vielleicht waren die Leute noch nicht ganz ready oder wollten einfach schon mal die Wohnung online stellen und mal gucken, was auch immer. Letzten Endes habe ich dieses Boutique-Hotel gefunden. Ich bin schon aufgeregt. Also irgendjemand muss ja als erstes in neuen Unterkünften schlafen. Wisst ihr, was ich meine? Aber in meinen Augen, I'm just a baby. Ich kann nicht einfach in einer Unterkunft schlafen. Als allererstes. Wer weiß, was da passiert. Du bist 30. Reiß dich zusammen. Und dann habe ich, glaube ich, die crazieste Nachricht von Airbnb bekommen, die ich in meinem Leben gelesen habe, mit meinen Glubschaugen. Viel Spaß beim Atmen derselben Luft wie Napoleon einst. What? Napoleon? Jetzt kann ich es kaum erwarten. Let's go! Ey, von außen sieht das schon mal so cute aus. Da ich einen Türcode bekommen habe, glaube ich, ist es Self-Check-In, von was ich eh immer sehr großer Fan bin. Deswegen let's check it out. Die sich mir stellt. Versteckt sich jemand hinterm Duschvorhang? Yay! Ich habe noch eine zweite Frage. Versteckt sich jemand im Kleiderschrank? Yay! Ich bin so erleichtert. Wow! Ey, dieses Zimmer ist der Hammer. Obwohl ich es vielleicht nicht unbedingt zu zweit empfehlen würde, da dieser Raum sehr wenig Platz für Privatsphäre lässt. Obwohl, ja, mit einer vertrauten Person vielleicht. Oder man kackt einfach 3 Tage nicht. Mache ich auch mal gerne. Dieser Spiegel lässt einen extra slim aussehen.
Pluspunkt. Zwischen 1794 und 1815 besuchte Herrscher und Feldherr Napoleon mehrmals die Stadt Köln. Er war begeistert von der deutschen Backkunst und kam immer wieder in die Bäckerei des Hauses. Same? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal was mit Napoleon gemeinsam haben werde. Slay Queen. Er hatte hier eine Affäre mit Gerdi, die in der Bäckerei gearbeitet hat. Sie wohnte im letzten Zimmer unterm Dach. Wir haben diesem Zimmer den Namen Josephine gegeben, um damit an die betrogene Ehefrau zu erinnern. Oh mein Gott. Wie heißt mein Zimmer? Oh, Juliette, Gott sei Dank bin ich nicht im Betrügerzimmer gelandet. Ich würde sagen, es war ein voller Erfolg. Und was ich an diesem Video nicht erwartet hätte, ist, dass man wirklich viele neue Erlebnisse in seiner eigenen Stadt haben kann, die irgendwie mega spannend sind. Anstatt zu Orten zu gehen, die jeder kennt, die schon super krasse Bewertungen haben, mal diejenige oder derjenige zu sein, der die Entdeckungen macht, ist einfach ein mega Fun-Faktor. Ich würde es jedem von euch da draußen empfehlen. Irgendwie geil. Ich werde das jetzt auf jeden Fall öfter machen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ich ohne Bewertung oder mit niedriger Bewertung mal testen soll. Wie gesagt, wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, lasst mir gerne einen Like da. Dann weiß ich Bescheid und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Tschüdelü.